Jetzt machen wir der Ratte und ihrer Familie und der Nadler den Garaus. Den Garaus. So. Jetzt, es kann mir keiner erzählen, dass man jetzt da nicht hochkommen kann. Spring hoch, Mädel! Ach, bei ihr ist Hopfen und Malz verloren. Da wird man am liebsten sich besaufen, wenn man das hier anschaut. Wenn man das spielt vor allem. Denkt man, oh Gott, ey, gib mir doch was Hochprozentiges, damit ich diesem... Ja, ah, wartet. Und wir fallen recht auf die Ratte und sie ist natürlich nicht tot. Sie tötet Lara gleich. Warte, wir springen jetzt erst, wenn... Dieses Teil da. Da ist. Und Lara kommt wieder nicht hoch. Lara kommt nicht hoch, sie kriegt keinen hoch. Wozu ist diese Frau eigentlich zu gebrauchen? Wir gucken dort durch, da ist nur schwarz, ist auch logisch. Warum sollte man auch von diesem komischen Teil die Texturen programmieren? Braucht man ja nicht. Kommen hier hoch, kommen hier hoch. Nein. Ratte. Ah, ich werd verrückt. Also eins ist klar. Wenn ich mal irgendwann mir wieder ein zweites Haustier anschaffen werde, dann keine Ratte. Oh Mann, Leute, wir sehen uns wieder, wenn ich weiß, wie es weitergeht. Wenn ich wieder eine halbe Stunde verbraten habe, für eine halbe Stunde meines Lebens. Tschüss. Ein paar Minuten und ein paar Rattenbisse später und ich habe rausgefunden, wo es lang geht. Es geht nicht hier lang, wie ich mir gedacht habe. Lara kann ja auch nach Rohren greifen. Und es war ja eigentlich logisch, weil guckt sich das einer mal an. Ihr tut es jetzt weh, wetten? Ja, guck, sag ich doch. Ja, I don't wanna know you, my girl. So, jetzt drehen wir uns um und springen durch. Ja, es ist doch zu verrückt werden. Sie berührt dieses schwule Gas nicht, was da auch immer austritt. Und ihr passiert was. Das ist doch sowas von lächerlich. Kann ich mich nach hinten drehen? Ja, sie hat's geschafft. Okay, wir sind oben. Jetzt kann ich mich nicht herumdrehen, warum nicht? Ich werd verrückt! Entschuldigung. Sie hat Aua. Sie hat starkes Aua, diese Kroft-Tante. Und jetzt nach rückwärts. Ja. So, wo geht's jetzt lang? Ah, jetzt verstehe ich. Die Kamera ist direkt so gedreht, dass sie auf unser Ziel ausgerichtet ist. Ich habe ein bisschen was gegessen. So, unser nächstes Ziel sind vermutlich die Müllcontainer. Ja, jetzt dreht sich die Kamera. Die Kameraführung ist in diesem Level ja eine Katastrophe. Muss ich jetzt ganz ehrlich mal so beipflichten. Jo, Fresh Dumbledore. Back to the underground, here, back to the floor. Das passt jetzt sehr gut. Ich rappe dort. Die Lara, die hat einen an ihrem Hort. Okay, also, noch einmal. Wartet mal, wie könnte das am besten klappen? Sie kann ja wieder... Ah, so. Ja! Lass mich rein, ihr Müllcontainerlein. Nein! Nein, ich bin daneben gesprungen, Mann! Es ist ein Scheiß! Oh, noch schlimmer als die ganzen Sprünge finde ich ja... Quatsch, noch schlimmer als die ganzen Tiere und sonstiges finde ich ja die Kletterpartien mittlerweile. Die sind ja echt schon hardcore mittlerweile. Ich habe keine Waffe, das belastet mich so tief. So, dreh dich. Dreh. Turn around. So. Und jetzt. Jump and. Ja, sie wird natürlich wieder verletzt. Und ich wäre fast wieder runtergefallen. Wäre das. Kameraführung ist eine Katastrophe hier. Also eine schlechte Kameraführung habe ich seit, keine Ahnung, nicht mehr gesehen. Bei Miniclip gibt es ja eine bessere Kameraführung als bei diesem Level. Die anderen Level, die waren okay, ja. Aber dieses Level... Okay, Leute. Wir sehen uns, wenn ich an diesen Drecksmüllcontainern hänge. Oh, Mann, ey. Warum ist alles immer so einfach, wenn es
nicht vorgeführt wird, wenn man es nicht im Let's Play hat. Warum? Leute, ich weiß es nicht. Und warum hänge ich jetzt hier? Was bringt... Ah ja, klar, das Rohr. Logisch. Mit Loren. Ich rede schon wie ein Asiate. Mit Loren. Oh Gott, oh mein Gott. Es kommt Gas aus dem Rohr. Was soll Lara nur tun? Nein, sie soll nicht nach hinten springen. Warum auch? Stirb, Frau. Stirb. Stirb. Wir sehen uns, wenn ich wieder da oben bin. Ach Gott, Leute. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber es war ein harter Kampf. Es war ein Kampf, der hart war. Wie, was für eine Logik. Aber ich habe so lange dran gesessen, ich weiß nicht. Ich habe 10 Minuten, 15 Minuten dran gesessen. Ich weiß nicht, ob ich weinen, heulen, trauern, schreien. Keine Ahnung, was ich machen soll, aber ich will einfach nur weg hier. Kriege ich posttraumatische Erlebnisse. Und die vergisst man so schnell nicht mehr. Okay, aber wir haben es jetzt geschafft, diese Drecksicherung zu bekommen. Das ist echt schon ein gewaltiger Fortschritt. Puh, gut. Also, jetzt beruhige ich mich wieder. Es war echt schlimm. Es war hyper, hyper, hardcore, hardcore. So, nee, hier bitte nicht lang. Wir gehen den sticknormalen Weg. Was sollen wir auch nur dort hinten? Ach, noch mehr Ratten. Ja, Ratten. Ich hasse Ratten. Ach Gott, sind Ratten doch dreckige Scheißtiere. Sie verfolgen mich schon die ganze Zeit. Die haben komischen Geräuschen. Ja, ich muss erst die Sicherung einsetzen. Ich weiß. So, jetzt können wir danach hören wir auch direkt auf, weil die Zeit rum ist. Wir haben irre viel Zeit hier in diesem tollen Raum verschwendet. Aber wir müssen mal schauen. Was soll denn der Scheiß jetzt? Kann ich die Kiste runterlassen? Geil! Aber egal, wir werden das nächste Mal einfach sehen, wozu wir das alles gebrauchen können und wie wir das koordinieren können, sodass wir vorankommen. Ciao!